Allgäu TV Spezial. Ja, das Allgäu bietet in seiner traumhaften Landschaft nicht nur herrliche Berge, Seen und Flüsse. Nein, es gibt auch ganz kleine, kostbare Dinge. Man muss nur ganz genau hinsehen. Und damit herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe von Allgäu TV Spezial. Gemeint sind Kräuter. Labkraut, Thymian und Rotklee. Alles wächst in unseren heimischen Wiesen direkt vor der Haustür. Ich persönlich kenne mich ja weder mit Wiesenblumen noch mit Kräutern aus. Deshalb besuche ich heute Jutta Gebauer in Nesselwang. Sie wird mir zeigen, welche Kräuter es gibt, wo man sie findet und was man daraus machen kann. Ja, hallo Christi. Hallo Jutta. Hallo Christi. Schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Wir wollen heute Kräuter sammeln gehen. Sehr gerne. Ja? Machen wir miteinander, schön, oder? Da finden wir dann sicher was, wir auf, oder? Gell? Die Lieblingsplätze von Jutta Gebauer erreichen wir ganz leicht zu Fuß. Nicht weit von ihrem Haus in Nesselwang geht sie regelmäßig zum Kräutersammeln. Als erstes pflücken wir ein paar Wildrosen. Damit wollen wir später ein Beauty-Produkt zusammenmischen. Ein Gesichtswasser soll daraus gemacht werden. Groß danach suchen müssen wir nicht, denn Rosenbüsche wachsen hier direkt neben der Straße. Das kann man auch nehmen, wenn man ein bisschen Hautunreinheiten hat oder trockene Haut hat. Da bietet sich das natürlich total toll an, weil Rose hat so die Fähigkeit, die Haut ein bisschen auszugleichen. Wirkt sogar entzündungshemmend. Und da kann man die einfach auch wirklich ganz gut auf der Haut verwenden. Und selbst wenn man ganz empfindliche Haut hat, ist die auch richtig gut. Ja, und wie viel nehmen wir jetzt da mit? Du, wir nehmen das eine Handvoll mit, weil ich mache dann so ein kleines Fläschchen. Also ich glaube, das reicht schon. Und dann gehen wir noch an den anderen Busch und holen noch von dieser ganz richtigen Duftrosen. Hast du schon mal gerochen dran? Ja, ich probiere mal. Probier mal, die riechen nämlich echt. Kannst du was riechen? Also die anderen riechen noch ein bisschen stärker. Also da bin ich überzeugt, dass das ein sehr wohlriechendes Gesichtswasser wird. Ein paar rosane Blüten kommen auch noch mit in den Korb. Das reicht erstmal fürs Erste. Weiter geht's mit der Suche nach Thymian. Jutta weiß natürlich auch, wo dieser wächst. Direkt am Wegrand soll er zu finden sein. Also hier am Wegrand könnte laut deiner Theorie irgendetwas zu finden sein. Oh ja, hier am Wegrand könnte man einen Thymian finden. Ganz genau. Und ich glaube, der ist schon da, weil so kleine rosa lilane Blütchen da kann man schon finden. Der mag den Wegrand gern und der mag einfach südseitig gerne. Er mag es ein bisschen sandig und er liebt Ameisenhäufen. Und ich habe ihn auch schon gesehen. Okay. Ich habe auch schon gesehen. Schau, da haben wir. Hätte ich schon stoppen sollen. Schau, das ist alles der Thymian. Und da haben wir auch einen Ameisenhaufen. Mhm. Da, schau, da wächst er gigantisch auf dem Ameisenhaufen. Schau. Den Ameisenhaufen lassen wir in Ruhe. Rundherum nehmen wir etwas mit. Die Kräuter dürfen nicht einfach rausgezogen werden. Jutta schneidet sie meistens ab, denn die Wurzeln der Kräuter sollen stehen bleiben. Beim Kräutersammeln ist die Nesselwangerin nie allein. Sie hat immer jemand dabei. Und du hast mir ja vorher erzählt, du hast immer eine Assistentin dabei, die dir hilft. Die mir hilft. Das ist die Elis. Der Elis ist eine Zwergenfrau und Elis ist mir geschickt worden und sie sagt mir dann immer, was zu tun ist. Und wenn ich mal ein bisschen zu viel tue, dann sagt sie mir, zu die mal wieder ein bisschen aus. Oder schau mal da, dann schickt sie mir auch ab und zu Pflanzen, die ich suche und dann können wir miteinander Pflanzen suchen. Und so stehen wir ehrlich gesagt ganz oft im Kontakt und sie sagt mir dann, was ich machen soll und sie bremst mich meistens ein bisschen aus, weil ich jemand bin, der schon immer gern viel macht und immer noch mehr macht. Und sie sagt mir, jetzt mach mal langsam und hock die einfach mal in die Wiese und tu nix. Auch zu Hause im Garten wächst bei der Kräuterhexe alles Mögliche. Anders als in vielen anderen Gärten fährt hier nämlich kein Rasenmäherroboter.
Also die Vorteile hat das, dass man einfach auch Blüten hat für die Insekten, und die Vorteile hat, wenn man die Pflanzen dann wirklich auch ausblühen lässt, dann gibt es neue Samen und dann können sie sich natürlich auch vermehren. Und das sieht natürlich auch schön aus, wenn man es eine Zeit lang mal wachsen lässt, was da für besondere Blumen dann auch rauskommen. Gell? Wir haben halt irgendwie Rasen, wo alle Blumen und alle Pflanzen rauszüchtet worden sind, und wenn man es mal wieder kommen lässt, das sieht man einfach auch zu jeder Jahreszeit. Jetzt haben wir auch gerade diese schöne lila Blümerle, die kleine Braunelle, die wächst, und so habe ich echt immer alle paar Wochen eine neue Pflanze da, die dann auch natürlich auch als Medizin verarbeitet. Und das ist für mich natürlich schön. Genau. Aus dem heimischen Garten kommen noch Frauenmantelblüten, Spitzwegerich und Lavendel in den Korb. Jetzt können wir endlich anfangen, aus unserer Ernte etwas zu machen. Als erstes zeigt Jutta mir, wie wir aus einem Labkraut einen Kranz binden. So Jutta, jetzt haben wir hier unser gesammeltes Labkraut, und was machen wir jetzt damit? Wir tun jetzt aus dem weißen Labkraut ein Kränzle flechten. Also flechten ist jetzt vielleicht übertrieben, ein bisschen binden. Und man sagt dem weißen Labkraut noch, dass es einem hilft, dass man gut schläft, dass man keine schlechten Träume hat. Und wenn man so ein Kränzle hat und das aufs Nachtkästchen liegt, dann kann man echt gut schlafen, gut einschlafen und hat einfach wirklich eine gute Nacht. Der Hintergrund ist der mit dem Labkraut, wenn das zum Trocknen anfängt, dann setzt das Kumarine frei. Und Kumarine ist der Heuduft, den wir kennen. Also jeder, der denkt, er liegt im Heu, in der Heuwiese, der weiß, dass er einfach gut schlafen kann, und dann gibt es auch noch gute Träume. Und das ist so eine ganz alte Überlieferung, dass man daraus einfach Kränzle bindet, windet. Also das ist jetzt nicht... Geil. Ja, dann legen wir noch gleich einfach los. Oder? Nimmst du einfach ein paar so, nimmst du ein paar so Zweigli? Du musst mir zeigen, wie das funktioniert. Dir natürlich, wie das geht, sage ich dir. Das ist... Genau. Und zwar... Du hast einfach ein paar so ein bisschen versetzt für die hinlegen, so fast wie im Kreis auch schon fast kann man das, gell? So. So. Und jetzt, vielleicht zeige ich dir das gerade. Du nimmst dann einfach so ein bisschen den Strang, den du hast, so ein bisschen auseinanderlegen. Vielleicht legst du noch zwei, drei dazu. So, upsala, das ist ein großes. Kleines noch vielleicht. Ja, ganz genau so. Wir verknoten uns da gegenseitig. Ja, ganz genau. So, und dann nimmst du das einfach mal so ein bisschen so zusammentun. So. Und dann machst du fast wie einen Kreis. Und dann nimmst du das andere Ende und legst es einfach mal aufeinander drauf, so. Einfach so aufeinander drauflegen. Und dann hast du ja schon fast eine Runde, schau mal. Gell? So, und dann steht es irgendwo ein bisschen raus. Ja. Und dann tust du das ein bisschen neu binden, so. Und alles, was so ein bisschen raussteht, durch wieder rein. Okay. So, schau. Einfach das? Einfach so ein bisschen verknüpfen, genau. Ja. Einfach ein bisschen rumbinden und dann... Wir hatten das mit den Kräutern bei dir angefangen. Wie das bei mir angefangen hat. Also ich glaube ja wirklich, dass ich da über meinen Opa ein bisschen dazukommen bin. Mein Opa ist ja über 90 Jahre alt geworden und wir saßen echt als Kinder mit ihm da am Tisch und haben Holundermus gegessen. Und er hat uns wirklich immer gesagt, wie heilig doch die Pflanze ist. Und ich glaube, das war für mich so der Anstoß. Und ich war als Jugendliche aber auch schon immer draußen in der Natur. Und ich glaube, das hat dann echt so seinen Lauf genommen. Und dann bin ich ja Heilpraktikerin geworden. Und irgendwann sind dann die Pflanzen zu mir gekommen. Das sieht ja schon super aus, du. Schau. Und das Tolle an dem Kranz ist, fei, also der ist nicht bloß nur, schau, um aufs Nachtkästle zu legen, sondern man sagt ja auch, wenn Leute Kopfweh haben. Obwohl meiner ist jetzt nicht so schön wie deiner. So aber der ist doch total schön. Du dürftest zum Beispiel, darf ich dir ein bisschen helfen? Ja. Schau mal, da die Enden vielleicht noch ein bisschen da reinwinden. So ein bisschen, weißt du, so. Und dann da noch ein bisschen, so. Weißt du, das ist so, Frauen haben das im Blut. Die wissen, wie man Blut bindet und windet. Ja. Schau, jetzt haben wir da ein schönes Kranzerl. Also wir Männer sind ja eher die Grobmotorik. Nein, das möchte ich gar nicht sagen. Aber wenn ihr das ein paar Mal übt, dann könnt ihr das. Ja. Und das Tolle an so einem Kränzel ist, früher hat man auch gesagt, wenn du Kopfweh hast, kannst du es aufsetzen. Also wer Kopfschmerzen hat, darf es auf den Kopf tun. So, der darf es sich auf den Kopf tun, ganz genau. Klasse. Das ist wie bei der Kommunion, gell? Also entweder aufsetzen oder dann legt man es wirklich auch aufs Nachtkästchen, und wenn das dann zum Trocknen anfängt, also du kannst schon mal dran riechen jetzt, also ein bisschen duftet schon, aber das ist süß, und wenn das dann wirklich so ein bisschen antrocknet, dann riecht das echt wie Heu. Ja. Und das legt man dann aufs Nachtkästchen. Würdest du dich selber jetzt so als Kräuterhexe bezeichnen, beziehungsweise was hältst du denn von diesem Begriff? Ja, in der Zwischenzeit dürfen die Leute auch Hexe zu mir sagen. Also das ist in Ordnung, weil Hexe ist eigentlich, also der Ursprung von dem Wort heißt Hagazusa, und man sagt, das waren Zaunreiterinnen. Also früher haben wir die Leute auf dem Hof gewohnt, und der Hof hat immer so eine Begrenzung gehabt
aus Hagebuche, also Hagebutte, und die Buche war dort und der Weißdorn. Und die Frau war einfach die, die sozusagen über den Zaun drüber geschaut hat und wusste, was auch in der Welt draußen so passiert. Ja. Ich mach gleich noch einen zweiten. Mach ruhig noch einen zweiten, also genau. Und wie reagieren die Leute so auf dich? Also, da ich ja auch vom Beruf Heilpraktikerin bin und das ja auch vom Medizinischen her auch wirklich gelernt habe, ist es für mich einfach eine super Kombi auch. Und also die Leute in der Form, ich bin ja mehr oder weniger moderne Hexe, glaube ich, weil ich habe ja auch in der Arztpraxis gearbeitet und ich mache aber auch wirklich ganz viel mit Kräutern. Und manchmal heißt es aber auch, du machst mir Angst mit deinem Wissen. Also es kommt schon immer mal wieder, der Ausdruck. Aber ich glaube, das ist einfach, wenn du... Ich kenne mich halt in der Natur aus und ich weiß von der alten Medizin. Und da hat man einfach auch Handwerkszeug, um viele kleine Wehwehchen ein bisschen besser zu machen. Und also vorzubeugen und Leute zum Behandeln. Und also für mich ist das in Ordnung. Also sie sind immer offen und immer mehr kommen und wollen es wissen. Weil so ein bisschen Freiheit in der Gesundheit ist eigentlich auch was total Schönes, finde ich. Genau. Und dann war natürlich auch so, wenn früher die Leute so kränzig Wunden haben oder bunten haben, hat man auch immer gute Wünsche nein gebunden. Gell? Also wenn du das jetzt so bindest, könntest du einmal Gesundheit und ein langes Leben nein binden und nur sagen, ich wünsche, dass es ihm immer gut geht und dass er gesund wird oder gesund bleibt. Und das in Verbindung wirklich mit der Heilkräuter ist so eine ganz alte Tradition und auch ein ganz schönes altes Wissen. Jetzt kommen die Wildrosen zum Einsatz. Aus ihnen macht Jutta ein Gesichtswasser. Also wir stellen jetzt so ein pflegendes und ein reinigendes Gesichtswasser her. Und zwar haben wir dazu da Wildrosen gesammelt, zwei verschiedene Arten, und nehmen auch ein bisschen Frauenmantel mit, nein, Frauenmantelblüten. Die haben einfach auch die Eigenschaft, die sind gut für die Haut. Und wenn die Haut trocken ist, dann kommt durch die Rose, die auch ein bisschen Öl abgibt, einfach eine feine Pflege rein. Ich habe jetzt hier so ein kleines Kännle genommen, da tue ich jetzt einfach ein paar Rosenblüten damit rein. Von denen nehme ich auch ein paar, weil die duften so schön. Und dann tue ich noch was vom Frauenmantel rein, also einmal die Blättle, die tue ich da mit rein. Und tue dann auch noch Blütle mit rein. Und dann übergieße ich das alles mit heißem Wasser. So, und dann lässt man das stehen, bis das wieder kalt ist. Also bis das komplett abkühlt ist, und dann gibt sozusagen die Pflanze einfach ihre Stoffe, ihre pflegenden Stoffe, ihre Duftstoffe, ihre Inhaltsstoffe an das Wasser ab. Nach dem Abkühlen ist es auch schon fertig und kann abgefüllt werden. So, das war's dann auch schon. Und dann schrauben wir das zu. Und dann haben wir sozusagen unser fertiges Gesichts- und Hautwasser hier drin. Wenn man das noch ein bisschen länger haltbar machen will, könnte man auch ein bisschen ein ätherisches Öl dazu rein und ein Rosenöl oder ein bisschen Alkohol. Zuletzt soll natürlich auch die Kulinarik nicht zu kurz kommen. Denn auch in der Küche verarbeitet Jutta gerne ihre Kräuter. Aus frischen Erdbeeren, etwas Ahornsirup und Schlagsahne machen wir ein leckeres Dessert. Frische Zitronenmelisse aus dem Garten sorgt dabei für den ganz besonderen Geschmack. Wir sehen, mit nur ganz wenig Aufwand lassen sich Kräuter ausgezeichnet im Alltag einsetzen. Schwierig ist es nicht, unsere heimischen Pflanzen zu nutzen. Man muss nur wissen, wie.